Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso am 9.3. Gestern ist im US-Finanzministerium ein Patzer passiert. Sie haben die Pressemitteilung zur Durchführungsverordnung des US-Präsidenten zur geplanten Regulierung des Bitcoin einen Tag zu früh veröffentlicht. Der Bitcoin steigt 8%. Der Germany 40 versucht sich an einer Bodenbildung. Mehr dazu in diesem Video. Ja, wir haben die Situation, dass der Bitcoin jetzt die 40.000-Dollar-Marke wieder überschritten hat. Viele erhoffen sich, dass die Durchführungsverordnung von Joe Biden jetzt endlich mehr Klarheit über die Regulierung der Kryptowährungen in den USA dafür sorgen wird. Die gute Nachricht ist, Kryptowährungen sollen in das Finanzsystem integriert werden und sollen nicht verboten werden, was ja zuvor befürchtet wurde. Die Pressemitteilung des US-Finanzministeriums zum Bitcoin wurde gestern versehentlich veröffentlicht, wurde dann auch schnell wieder gelöscht, aber das Internet vergisst nicht und das ist auch hier der Fall in den Caching-Seiten von archive.org ist die Pressemitteilung noch zu finden. Darin ist zu lesen, dass die präsidiale Verfügung von Joe Biden zu Kryptowährungen zu substanziellen Vorteilen für die Nation, Konsumenten und Unternehmen führen wird. Man werde sich darum auch kümmern, unzulässige Finanzströme im Bitcoin zu unterbinden, was Verbraucher schütze. Joe Bidens Regierung, die arbeitet ja seit Januar an der Regelung von Kryptowährungen. Auch die EU beobachtet jetzt die Kryptowährungen, sodass eben Sanktionen dann eben, die man gegen Russland verhängt hat, auch nicht über den Bitcoin irgendwie verlassen werden können. In der PR, also Pressemitteilung, heißt es dann weiter, nach der präsidialen Verfügung wird das Finanzministerium mit behördenübergreifenden Kollegen zusammenarbeiten, um einen Bericht über die Zukunft des Geldes und der Zahlungssysteme zu erstellen, werden auch den Financial Stability Oversight Council einberufen, um die potenziellen Risiken für die Finanzstabilität digitaler Vermögenswerte zu bewerten und zu beurteilen, ob angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Und das hört sich alles eben eigentlich positiv an für die Kryptowährungen. Und es ist verständlich, dass hier der verteidigte Boden, ich hatte da gestern im charttechnischen Ausblick auf unserem YouTube-Kanal, ist der immer um 9 Uhr wird der ausgestrahlt, ist dann eben auch als abrufbare Version da. Und auch im Chartforum in der Plattform habe ich darauf hingewiesen, Bitcoin hält seinen Boden, hält die Bodenbildung. Und jetzt ausgehend von dieser verteidigten Bodenbildung sehen wir jetzt einen Push nach oben, eben in Erwartung, dass dann endlich diese Unsicherheit aus dem Markt rausgeht, wie es mit der Regulierung des Bitcoin in den USA weitergeht. Der Germany 40 versucht sich an einer Bodenbildung und hat gestern schon mal in Richtung 13.316 attackiert. Da müsste er drüber, um quasi hier die Dynamik sollte anhalten im Sinne der Käufer. Es müsste einen weiteren Push nach oben geben über die 13.316. Ansonsten droht, dass in diese Gewinne hinein wieder anfangen zu verkaufen. Die Hoffnung ist da, dass die Verhandlungen um einen Waffenstillstand Früchte tragen. Aber das Vertrauen des Marktes darauf ist aktuell noch relativ gering, aber es ist eben, wir haben uns auch schon von den Tiefs bei 12.432 schon deutlich wieder entfernt nach oben. Aber man muss jetzt auch einfach sehen, dass selbst wenn die Ukraine und Russland sich einigen, ja, also nicht nur Waffenstillstand, sondern sich einigen, Russland seine Panzer abzieht, wird es noch lange Verhandlungen zwischen Russland und der G20 geben müssen, bevor die Sanktionen, die jetzt die Preise auch so nach oben treiben, wieder fallen gelassen werden. Also kommen wir dann so schnell nicht mehr raus. Das ist die bittere Erkenntnis, die man in der aktuellen Situation ja haben muss. Wenn man sich die Heizölpreise anschaut, viele sind jetzt dabei, vielleicht Heizöltanks aufzufüllen. Dann sieht man, die sind in den letzten 3 Monaten über 100% gestiegen. Vor allem den vorderen Monat, der ist teuer, 4,65. Das ist jetzt hier NYMEX Heizöl, die Derivate, die bei CMC Markets handelbar sind. Und wenn man sich die Heizöl-Forwards anschaut für die einzelnen Liefermonate April, Mai, Juni und Juli, dann sieht man, dass die Lieferungen im Juli
gut ein Fünftel günstiger veranschlagt werden. Aber niemand kann sagen, ob die Preise bis Juli nicht einfach um ein Fünftel gestiegen sein werden. Also tankt man jetzt, tankt man erst im Juli, wartet man ab, tut man es nicht. Wer nicht abgewartet hat und hier vor ein paar Wochen getankt hat, hat vielleicht noch Preise unter einem Euro pro Liter bekommen. Jetzt ist bei 1000 Liter Abnahme ein Preis von fast 2 Euro da. Ist also ein teurer Spaß, das zu machen. Vor einem Jahr waren noch 60 Cent pro Liter normal. Ja, und wir sehen jetzt auch, dass die Versorger die Preistabellen für Erdgas anpassen. Und da geht es um die Preise ab April und die kommenden Monate. Also das sind schon Sachen, die jetzt auf uns zukommen, die dann eben vertraglich auch geregelt werden. Die Preistabellen bestimmen für mehrere Monate oder vielleicht bis Jahresende. Niemand kann es sagen. Und die Versorger werden auch oft gefragt, ja, unser Erdgas, das er uns liefert, wo kommt denn das her? Kommt das aus Russland oder kommt das vielleicht aus anderen Quellen? Und es ist ja nicht so, dass auf dem Gas irgendwie so ein Herkunftsschild draufsteht. Also man kann es nicht sagen, ob das aus Russland kommt oder woanders. Aber die Versorger betonen auch, dass niemand wirklich wissen kann, wie es mit den Preisen weitergehen wird. Nachdem wir in der Eurozone, das muss man ja auch dazu sagen, bei allen Forderungen, was jetzt Benzinpreisbremse angeht, die ja gefordert wird von der Bundesregierung, hatten wir in der Eurozone ja seit der Finanzkrise 2007 eher deflationäre Tendenzen. Also wir hatten auch mal rückläufige Verbraucherpreise und Inflation hat es faktisch so gut wie gar nicht gegeben. Wenn man jetzt aber mal einfach den Benzinpreis vom Jahr 2007 von 1,27 Euro nimmt und 2,5% Inflation pro Jahr draufrechnet, dann kommt man bei 1,84 Euro als Inflationspreis raus sozusagen. Das gleiche, die gleiche Übung kann ich ja auch machen für den Ölpreis. Wenn ich da den 50-Monats-Durchschnittspreis von 2008 nehme, da waren wir damals im Schnitt bei 70 Dollar, also im 50-Monats-Schnitt. Und wenn ich jetzt auf die 70 Dollar seither pro Jahr eine Inflation von 2,5% draufrechne, dann komme ich da heute bei einem Ölpreis von 100 Dollar raus. Ja, und das sind ja auch, das ist ja Öl, das produziert werden muss, die Produktionspreise, Ausrüstungsinvestitionen und so weiter sind ja auch weiter inflationiert von den Herstellern, von den Produzenten von Öl. Also große Frage ist, werden wir wieder einen Ölpreis sehen von 50 Dollar oder noch tiefer? Das scheint so kurzfristig nicht mehr realistisch. Also, Forderung, was Spritpreisbremse angeht, tun eben so, als würde es Inflation nicht geben, aber das ist eben das, was uns jetzt erreicht. Die Inflation ist eben nicht vorübergehend gewesen, hat sich dann wieder verabschiedet, sondern das ist ein dauerhaftes Thema. Und die Folgen daraus, Ukraine hin oder her, sehen wir jetzt eben als mögliches dauerhaftes Erbe aus dieser Kombination aus Pandemiedynamik, Lieferengpässen und Ukraine-Krieg und den Folgen der Sanktionen, kann das Thema Inflation jetzt eben ein Begleiter werden, der viele Jahre da sein wird und eben auch ein Korrektiv darstellt, diese Entwicklungen dessen, was wir seit 2007 hatten, nämlich faktisch die Abwesenheit sämtlicher Inflation und auch der deflationäre Druck. Dass kurzfristig hier noch nicht der Drops gelutscht ist, was das Öl angeht, zeigt die charttechnische Situation. Das ist hier der Stundenchart, das ist alles Intraday, also auch nach wie vor sehr stark anfällig, was die Ukraine-Nachrichten angeht. Brentöl ist aber Fakt jetzt, verteidigt die Bodenbildung bei gut 127 Dollar. Damit ist der Markt in einer neutralen Konsolidierung seit dem Erreichen der 140 Dollar zu Wochenbeginn. Charttechnisch ist hier also Alarmstufe Rot weiterhin beim Ölpreis, außer wir rutschen unter 127 US-Dollar ab. Ich wünsche einen erfolgreichen Handelstag, abonniert unseren Kanal, wenn ihr keine Updates dieser Art mehr verpassen möchtet und teilt das Video gerne, um es bekannter zu machen. Danke, habt einen schönen Tag. Ciao.